meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren total tollen Reaction auf YouTube. Wir reagieren heute auf die neue Folge von Seven vs. Wild, Folge 9. Und da ich weiß, dass dieses Video bestimmt sehr viele Menschen anschauen, wollte ich einmal darauf hinweisen, dass es gerade eine sehr wichtige Sache gibt. Es geht hierbei nämlich um das Thema Mission Pelz und es geht darum, dass wir Pelzfarmen in ganz Europa unterbinden möchten und deswegen findet ihr in der Videobeschreibung einmal einen Link, das ist eine Petition, das dauert wirklich 3 Sekunden, die zu unterschreiben und da kann man unnötiges Tierleid mit verhindern, weil das braucht wirklich niemand an der Stelle. Deswegen ja, würde mich super, super freuen, wenn ihr da euch einmal die Zeit nehmt und da unterschreibt, weil jede Stimme hilft. Sponsor der heutigen Folge ist Koro. Koro ist ein junges Unternehmen aus Berlin, das sich auf den Versand von haltbaren Lebensmitteln spezialisiert hat. Koro Beste. Sind bekannt für ihre großen Packungen. Das hat den Vorteil, dass man da natürlich auch ordentlich Verpackungsmüll spart im Vergleich zu abgepackten kleineren Portionen. Die Auswahl bei Koro ist wirklich riesig und man bekommt sogar ausgefallene Sachen wie Energy Balls, Proteinriegel oder Erdbeeren in Schokolade. Wenn du also das nächste Mal ein paar leckere, vor allem auch gesunde Snacks suchst, dann schau unbedingt bei Koro rein, nutze den Rabattcode WILD, denn damit sparst du 5% aufs komplette Sortiment und das sogar dauerhaft. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge von Seven vs. Wild. Danke Fritz, dass du immer so geile Sachen für uns parat hast. Sascha! Die Kippe. Ah, keine Eintritt für Angeln. Mal schauen, ob wir morgen überhaupt noch hier liegen können. Mein Shelter ist, wie gesagt, eben zusammengebrochen. Ich hatte es hier mehrfach komplett unterspült unter meinem ganzen Bett. Also die Flut hat uns wirklich alle überrascht, das ist echt aktuell krass. Wirklich nicht. Die Wellen sind heute echt stärker als sonst. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde es so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das hier ist ein anderes Level. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Tod hart sein, wenn der Dschungel weint! Wann bricht deine Psyche? Welcome to the jungle! Ich habe gekämpft ohne Ende. Seven vs. Wild, Panama. Tag 4, 3.15 Uhr. Entspannte Uhrzeit. Tag 4 einfach schon. Ist das krass. Hälfte schon rum. So. Die Flut hat Loris auch erwischt. Mein Shelter wird gerade komplett unterspült. Oh. Die Wellen gehen easy bis an den Rand. Ja. Der Bambusstab hinten rechts wird immer weiter weggespült. Ich habe keine Chance mehr. Gegen die Wellen bin ich aktuell machtlos. Ich muss morgen früh umziehen. Das Problem ist, ich habe keine gescheite Stelle. Die einzige andere Stelle, die ich mir gerade irgendwie halbwegs ausmalen kann, ist mitten auf dem Strand. Also punktuell genau die Mitte. Das Problem dabei, unglaublich viele Viecher, unglaublich viel Zeug, das mich ankrabbeln wird. Ja. Und der Umzug wird sehr, ja, anstrengend. Ich habe noch keine passenden Hölzer. Alles, was dort jetzt ist, muss ich komplett mitnehmen. Das Dach muss ich komplett neu aufbauen. Das wird eine Tagesaufgabe.
Das ist halt auch so ein Punkt, dass die körperliche Verfassung bei, ich denke mal, fast uns allen einfach so runtergegangen ist in den letzten Tagen durch wenig Essen, durch körperliche so krasse Betätigung. Psyche kommt natürlich auch noch hinzu und dass halt an dem Tag dann die meisten natürlich sich einen neuen Shelter bauen müssen. Und das ist echt, also das ist schon unglaublich anstrengend. Diese Kraft, die man vielleicht am ersten oder zweiten Tag gehabt hat, die hat man dann einfach nicht mehr. Deswegen, das ist schon, boah, das ist schon krass. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust. Aber es muss sein, ich kann so nachts nicht mehr schlafen. Dann noch Schlafmangel, das Gehirn wird irgendwann Matsche, wenn du halt nichts isst. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Sabrina! Sabrina, Sabrina! Ey, guten ey. Morgen. Hallo. Ich wollte eigentlich die ersten Aufnahmen heute in der Helligkeit machen, weil ich die beschissenste Nacht hatte, die ich hier bisher hatte. Ich habe die ganze Nacht gefroren, ich habe nicht geschlafen, es war ultra hart. Oh, das wäre nicht mal das Problem gewesen, aber diese Kälte, weil meine kompletten Klamotten die ganze Nacht wach waren. Das ist halt auch eine Sache, unterschätzen alle. Und man kann das, glaube ich, einfach nicht nachempfinden, wenn man nicht auf dieser Insel war. Aber da, dass halt diese Nässe und dann auch noch die Unterkühlung, die damit einhergeht, also es war, das war wirklich Horror. Oh mein Gott, ey. Ich bin so froh, dass ich jetzt hier gerade trocken sein darf, frisch geduscht, warm, so. Oh, es ist, alter Schwede, ey. Das ist jetzt kurz vor morgens und wenn man denkt, es kann nicht schlimmer werden, hat es gerade wieder aus Eimern angefangen zu regnen. Aus Eimern. Also ich merke, ein bisschen tropft es noch durch mein Shelter. Aber im Großen und Ganzen bleibe ich trocken. Ich werde mich jetzt wieder unter meine Regenjacke verdunsten und dann da warten und hoffen, dass es schnell aufhört und Tag wird. Ich hatte auch immer das Gefühl auf der Insel, dass ich anfange zu schimmeln. Also das ist, ich schimmel einfach. Ich habe geschimmelt, so durch die Luftfeuchtigkeit und dass halt alles immer nass war. Kennt ihr das, wenn ihr so nasse Klamotten nach dem Sport irgendwo vergesst und die nicht trocknet, die nicht aufhängt? Genau so habe ich mich gefühlt. Nach dem Schwimmbad meine ich, nach dem Schwimmbad. Sachen nach dem Schwimmbad nicht aufgehängt, Digga. Guten Abend. Genauso wie das dann riecht und wie das sich anfühlt, habe ich mich gefühlt. Ich habe vermutlich auch so gerochen. Fängt an zu regnen. Bin müffelig. Das klingt auch nach sehr, sehr starkem Regen. Oh, dieser Regen war so krass auch. Ich bin gespannt. Bisher aber ey, stabiles Fritz einfach. Wirklich, da hat er noch dir eine Lineal ausgepackt. Also das ist ja der Oberhammer. Es kommt gar nichts. Ein Mann vom Fach, würde ich mal behaupten. Bob, der Baumeister. Alter, ist das geil. Hier zu sitzen und zu wissen, dass es draußen gerade richtig schüttet und ich bleib einfach trocken. Das ist so krass. Ja, ich glaube, hätte ich meinen Biwaksack nicht gehabt, ey, wäre Horror gewesen auch. Hätte ich mir halt einen Shelter bauen müssen. Wie schön auch Fritz immer filmt mit den Timelapses und so. Hey! Gottesanbeterin, let's go! Spinne. Boah, eine richtig fette auch. Alter. Eine Reihe. Krebs. Eine richtig fette auch. Steuerbarsche. Ameise. Gecko. Stark. Einfach Mensch, einfach Pfeifett. Eine Reihe. Einsiedler Krebs. Knolli, Grundeln eventuell, Ameise, diese Bilder, die GoPro, Mensch, das Selfie, Weberknecht, ein Reiher, Einsiedlerkrebs, Knossi, Nova, Insekt, ein Reiher, habe ich fotografiert,
Noch ein Siedlerkrebs. Das war's. Kobi. Fliege. Ich hätte mich einfach selbst fotografieren können, ne? Geißelspinne. Black Vulture. Ein Siedlerkrebs. Eine Echse. Süß. Fledermaus. Araya von der Sabrina. Die Krebse hatten wir alle. Ah, okay. Echse. Ein Vogel. Nein, sieht der Krebs. Ein Goldschreibe. Eine Bell. Stark. Naturfotograf. Ja, hör mal. Hey, ich bin drei Tierarten, ne? Ich bin nicht Letzte. Ich hab's gemacht, ich hab's versucht. Oh, es wäre so geil gewesen, hätte ich den Haibert nochmal gesehen. Boah, das wäre... Wie cool wäre es gewesen, hätte ich einfach einen Hai fotografiert. Oder wie cool wäre es gewesen, hätte Joris sein Krokodil fotografiert. Tschüss. Knossi auch einfach am Überperformen, einfach über Fritz, ey. Let's go. Wir haben mittlerweile Tag 4. Und ich merke einfach, auch wie die anderen Tage, aber jetzt nochmal viel intensiver, dass alles komplett anders kommt, als ich mir irgendwie gedacht habe. Jo. Ich hatte so viele Bauprojekte und Bastelprojekte vor. Okay, gut, am Shelter habe ich schon viel umgesetzt, auch das mit dem Palmdach. Finde ich auch. Also das ist schon echt krass. Wo die Konstruktion teilweise im Fels, beziehungsweise in der Erde drin ist und so weiter, mit Bambus gearbeitet, irgendwelche Querverstrebungen, viele Knoten. Auch diese Hänge, das Hängemattenbett und so weiter, da habe ich schon viel umgesetzt, was ich auf jeden Fall basteltechnisch mal ausprobieren wollte, aber... Ich finde halt auch hier seinen kleinen Tisch am Bett, das kleine Nachttischchen, super stark. Tierischer Versorgung im Sinne von Fallen, Fischfang, Speerfang und so weiter, ja. Aber es funktioniert einfach nicht und Grundlage dessen ist halt immer noch das Feuer und das Feuer kriege ich nicht an. Aber worauf ich eigentlich hinaus will bei diesem ganzen Monolog ist, dass ich gerade dabei bin, ganz andere Techniken zu entwickeln, und zwar, wie bekommt man Kleidung trocken ohne Feuer? Und die Grundlage dafür ist für mich ja erstmal ein Safe Space. Das Ding ist halt auch, normalerweise trocknet Kleidung ja durch Körperwärme. Das ist ja eigentlich immer so der Hack. Problematik ist aber die hohe Luftfeuchtigkeit und dass man halt aufgrund dessen schwitzt. Deswegen, das ist so ein ewiger Zirkel an Siff, an Schimmelage. Nicht cool. Wo ich regengeschützt drunter bin, das heißt, wenn ich was trocken habe, dann bleibt es zumindest mal trocken, abgesehen von der Luftfeuchtigkeit. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass der Armbereich meines Hemdes relativ schnell trocknet. Von dem, was ich am Körper trage, ist das der Bereich, der am schnellsten trocknet. Und jetzt mache ich es mittlerweile so, dass wenn ich zum Beispiel einen Handschuh habe, und den Handschuh möchte ich jetzt heute Nacht anziehen, damit mir die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fliegen, die mich gerade schon die ganze Zeit zerstechen. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Das ist alles komplett rote Pustel. Boah, hier. Ey. Ich bin komplett übersät. Dafür möchte ich den Handschuh heute Abend ja anziehen und der ist klitschnass. Und Punkt Nummer 1 ist, ich habe den erstmal ausgewrungen, damit ich wirklich das grobe Wasser alles rauskriege. So fest es nur geht, überall. Selbst wenn dabei nur die Hände nass werden. Boah, hier in den Finger nochmal. Ah, das ist ja alles Feuchtigkeit, was im Handschuh drin ist, was jetzt rausgeht. Selbst wenn ich den auswringe und die Feuchtigkeit erstmal nur in die Hände geht, ist das ja was Positives, weil dann kann ich die Feuchtigkeit der Hände entweder an der Luft trocknen lassen oder ich transferiere die Feuchtigkeit von meiner Hand in das Stück Stoff, was eh am schnellsten trocknet. Ich stelle mir so vor, wie Fritz da wirklich liegt und sich da so richtig krasse Gedanken einfach drüber macht. Das ist gerade so ein interessantes, woran also er das teilhaben lässt. Das ist so schön. Und dann kann Professor ich zum Dr. Schimmel den Handschuh einfach hier dran reiben. Ich habe das zum Beispiel auch gestern an trockenen Steinen gemacht, weil das wie ein Schwamm ist. Ich transferiere jetzt von dem nasseren Gegenstand zu dem trockeneren Gegenstand einfach die Feuchtigkeit, weil der trocknet nicht. Aber hiermit kriege ich Feuchtigkeit los, pack den rüber in den Gegenstand, also in das Kleidungsstück, und damit trocknet langsam der Handschuh. Und nach jetzt auch wieder der Unterarm. Jetzt ist der wieder nass, jetzt warte ich, bis der trocken ist und dann mache ich das wieder. Und schon haben wir hier auf jeden Fall ein bisschen Feuchtigkeit raus. Nochmal auswringen wieder. Einfach wasserbändiger.
Und der fühlt sich nicht mehr ganz so krass nass an. Und ja, die zweite Variante, was ich auch zum Beispiel bei den Socken gemacht habe, das hat so semi funktioniert, die einfach über die Körperwärme zu trocknen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Es scheint, seitdem ich hier bin, bis auf am ersten Tag mal anderthalb Stunden, nicht einmal die Sonne richtig. Ja. Und ich habe kein Feuer. Wie soll ich da was trocken kriegen? Das ist die einzige Variante, die ich habe. Ich finde es geil, dass Fritz uns basically hier eine Doktorarbeit liefert zum Transferieren von Feuchte. Von Feuchte, ja, wahrscheinlich von Feuchtigkeit. Das ist, ach, ich liebe es ja bisweilen einfach so sehr. Es ist. Und ich kann es meinem Körper nicht antun, 7 Tage lang in dieser Feuchtigkeit zu sein. Das ist mein, meine höchste Prio gerade, ist diese Feuchtigkeit in den Griff zu kriegen, weil mir schimmelt sonst der Körper wirklich weg. Ja. Und Punkt 2, und daran arbeite ich ja gerade parallel, ist eine Lösung gegen die Viecher. Und das bedeutet Ganzkörperbedeckung, also Handschuhe trocknen. Ja. Hättet ihr euch anders vorgestellt, ne? Ich auch. Mhm. Mein Atemloch. So geht's. So werde ich nicht zerstochen. Aber das hält halt nicht im Schlafen, weil wenn ich mich bewege, geht das sofort raus. Ja. Aber genau so muss es ablaufen nächste Nacht. Ich bastel mir was schön mit der Boxershorts, ein kleines Atemloch. Oh nein. Ich habe auch das Gefühl, dass 50% meines Contents nur daraus besteht, euch über die Sandfliegen zu berichten. Aber das ist nun mal das, was mich beschäftigt. Das ey, bei mir sind 50% heulen, Fritz. Alles entspannt. Das ist mein größter Struggle hiermit. Und Feuchtigkeit. Aber dazu habe ich ja, dagegen habe ich ja schon was. Mhm. Es tut mir leid, Leute, wenn ihr euch das anders vorgestellt habt. Aber das ist die Realität. Ja. Das ist halt, wie es ist. Ich glaube, meine Ausrüstung fängt an zu schimmeln durch die Feuchtigkeit. Ja. Oh. Hier auf dem Leder sind überall so kleine Härchen drauf. Das ist irgendein Pilz, irgendein Schimmel, der sich hier schon durch die Feuchtigkeit bildet. Ah, geil, Alter. So eklig. Es ist einfach so nass, dass mir die Ausrüstung wegschimmelt. Und mein Körper. Ja, ey, dieses Körperschimmeln, ne, Leute, ich kann's euch sagen, es war wirklich, ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich noch Bilder von dem Ausschlag an meinem Arsch finde, aber es war so Horror, weil der Körper ist einfach weggeschimmelt, meine, hier, auch meine, wie heißt denn das, Innenseite der Ellbogen, dieses Gerät hier, dieser Part meines, by the way, ist normal, dass man das so durchstrecken kann, look at that, könnt ihr das auch? Wobei, das ist nicht so krass. Armbeuge, ja, hier, da drin, hab ich so Ausschlag bekommen, also so richtig krassen, so rote Pustelchen, und das hat auch so richtig gebrannt und gejuckt und auch gewässert und sowas. Und das hatte ich an beiden Armen, also beiden, hier, die beiden Armbeugen einfach. Und am Hintern, auch so richtig großflächig. Und ich bin jetzt froh, dass jetzt so langsam der Ausschlag weg ist und dass der weniger geworden ist. Ich meine, das ist 3 Monate her, ne? Und man sieht es immer noch so ein kleines bisschen. Es ist wieder besser, aber ich schau mal, ob ich das irgendwo noch zeige. Ja. Das ist die große Schimmelfolge. Ja. Und was hast du so gemacht? Ach du, ich habe mich aussetzen lassen auf so einer tropischen Insel mit nur einem Gegenstand und der ist mir dann noch weggeschimmelt und weggerostet. War geil. War wirklich eine super Zeit. Same. So, es hat aufgehört zu regnen. Mega. Ah, Grüße. Und die ganze Scheiße war mal auch noch freiwillig, ne? Verrückt. Und ich wollte euch mal ein kleines Update Nein, ich bin sehr dankbar, ich meiner da. Hände geben. Was Stiche angeht. Ah, ich glaube, so sieht man es ganz gut. Challenge Tag 4, hier ist ein Becher drin, ein Messbecher, ich ahne Böses. Um was für Flüssigkeiten gehen es? Nimm dir Blut ab! Was? Tag 4. Mobiles Gefäß. Ein Wasser-to-go. Der Schimmelfritz. Ich habe auch so geschimmelt. Ich glaube, wir haben alle geschimmelt. Ein tragbares Gefäß aus natürlichen Materialien, das möglichst viel Wasser, Salzwasser fassen kann. Trink deinen eigenen Beim Urin. Beim Bau dürfen deine mitgebrachten Gegenstände zum Einsatz kommen. Jedoch nicht Teil des Gefäßes selbst sein. Gefundener Müll darf nicht verwendet werden. Ich habe auch teilweise bei diesen Aufgabensachen mir gedacht, jetzt ohne Witz, ne? Ich hab Abitur, hab mal studiert, hab's abgebrochen, andere Geschichte. Aber, also ich halte mich selbst für einen tendenziell intelligenten Menschen, auf jetzt akademische Art und Weise betrachtet. Denk mal von mir nicht, verstehe ich. Ich artikuliere mich wie so ein, irgendwie so ein Hafenschreier in Hamburg, der Fischbrötchen verkauft und die ganze Zeit rumdiggert, bin ich mir bewusst. Aber ich musste, glaube ich, 4-mal das durchlesen, damit ich überhaupt verstanden habe, um was es hier geht. Was sie was
Max und Johannes faktisch gesehen jetzt davon von mir wollen. Deswegen auch voll verständlich, also hier front und so, es ist ja eigentlich gut, dass man ein bisschen was in den Kopf nehmen muss auch. Und ich meine, ich habe mich über jedes Wort gefreut, was ich lesen durfte, was ich mal irgendwie, dass ich da mal ein bisschen hier drüber nachdenken durfte. Zwei Kokosnüsse in zwei Händen gelten nicht als ein Gefäß. Folgendes muss in einem durchlaufenden Videoclip festgehalten werden. Mhm. Nachdem du dein Gefäß gebaut hast, befülle es mit Salz, Wasser und hebe es an Land einmal im Stehen deutlich über deinen Kopf. Deine beiden Hände dürfen die einzigen Fixpunkte sein, die das Gefäß halten. Danach stellst du es an Land auf dem Boden ab. Direkt im Anschluss musst du die im Gefäß verbliebene Flüssigkeit mit dem Messbecher messen. Du schöpfst und stellst den Messbecher freistehend ab. Erst wenn die Wasserlinie deutlich zu erkennen ist, darfst du den Messbecher entleeren, nicht in dein Gefäß, und den Vorgang wiederholen. Dies tust du so lange, bis dein selbstgebautes Gefäß leer ist. Du darfst auch aus deinem Gefäß direkt in den Messbecher gießen. Die meiste Flüssigkeit bringt dir die vollen 7 Punkte. Nach dem Messvorgang muss der Messbecher in deinen Packsack gelegt werden und darf nicht mehr verwendet werden. Ja, ich werde auf jeden Fall auf Bambus gehen. Das macht absolut Sinn. Die kann man irgendwie durchstoßen. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Mir ein ordentliches Stück suchen. Ist eine coole Aufgabe. Ist am Anfang ein bisschen tricky. Da habe ich mich auch bei der Aufgabe so krass für Sabrina gefreut, weil sie eine Säge dabei hat. Und dann kannst du einfach Bambus nehmen, durchschneiden, zack, bums, fertig. Hast schon mal 2 Liter. Zu verstehen, wie es gemeint ist. Ich glaube, auch der eine oder andere wird es nicht verstehen oder falsch verstehen. Ja, der Klassiker. Ich glaube, ich habe es verstanden, ja. Grundsätzlich gilt bei den Challenges im Zweifel für den Angeklagten, solange nicht absichtlich geschummelt wird oder durch Missverstehen ein massiver Vorteil gegenüber den anderen Teilnehmern entsteht, zählen die Versuche. So nämlich. Heute Mittag ist Halbzeit. Sehr lieb. Kuss, Max und Johannes. Alles Kopfsache. Korrekt. 90%, was wir hier machen, entscheidet sich alles hier oben. Wie sehr bist du bereit, den Schmerz zu ertragen? Wann sagt dein Kopf, hör auf? Ja? Das ist die Frage. Mhm. Das bringt dich nicht um. Die Nässe bringt dich auch nicht um. Das Schimmeln. Aber sie macht deinen Kopf matsch. Ja. So. Das wäre hier mein Plan fürs Gefäß. Oh. Der Arme, ey. Weil hier sind noch keine Risse drin. Ist natürlich recht schwer. Normalerweise würde man jetzt sagen, pass auf, ich mache das unordentlich ab. Dann mache ich das hier nochmal ab und dann überlege ich mir so, wie viel partiellen ich davon haben möchte. Und dann stoße ich die so durch die Kerne durch und habe ich so eine lange Röhre. Aber was ist denn, wenn ich das so lasse und nur hier oben leicht öffne, die Stege durchtrenne, sodass ich quasi hier so eine Art, ja, eine Dachrinne ist es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Hier oben ist eine Öffnung. Bup, 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 bis einmal durch. Und die Stege habe ich auch getrennt, sodass das ein komplett miteinander verbundener Wassergeschichte ist. Weil dann kann ich das ganze Rohr samt Wasser auch gut über den Kopf drücken. Fuchs. Oh, anstrengend alles. Perfekt. Boah, es juckt alles so. Das ist der rostige Machete, ey. Das ist echt hart, ich sag's euch, wie es ist. Also Schweden, also no joke jetzt mal. Schweden war dazu echt ein verlängerter Wochenendausflug unter Freunden. Das war echt ein kleines Buschkraftabenteuer. Ich lag da in meiner Höhle, ich hatte mein Feuer. Wenn die Mücken kamen, habe ich das angezündet. Unendlich Wasser, ich war trocken. Das ist... Ja.
Boah. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo viele, glaube ich, irgendwie auch, vielleicht auch die Zuschauer, da so Vergleiche ziehen zu der ersten Staffel, wo man halt sagen muss, dass es halt signifikante Unterschiede gab und man das ja auch an Fritz sieht, einfach, wie differenziert das einfach ist und was es für andere Probleme gibt, die man hier vor Ort hat und so, wie heavy das eigentlich ist. Nicht, dass die erste Staffel in irgendeiner Art und Weise nicht weniger hart gewesen ist, aber ich finde, Fritz hat ja an beiden teilgenommen und das finde ich deswegen ein gutes Parameter, einfach um das so in Relation zu setzen. Halt andere das Begebenheiten. Das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Also für mich persönlich. Schweden, viel, viel einfacher. Viel, viel einfacher. Hm. Das zermürbt dich hier körperlich. Diese Feuchtigkeit und dieses Viehzeug. Hm. Und wie schon vorher vermutet, es sind nicht die Gifttiere oder Krokodile und Haie, die dich in den Wahnsinn treiben. Ja. Es ist das kleine Zeug. Die Stechfickies. Ey, Respekt an jeden einzelnen Kandidaten, der jetzt noch drin ist. Danke! Ich habe am Anfang gesagt, bevor alles losging, ich glaube, dass 6 von 7 durchkommen. Mittlerweile glaube ich maximal 4. Also ich würde es mir wünschen, dass alle 7 durchkommen. Allein schon für die eigene Erfahrung und auch für den Content, um zu sehen, welchen Struggle jeder hat. Aber ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist, aber für mich ist es echt hart. Wobei man sagen muss, wird halt auch nur ein Gegenstand, ne? Und jetzt kommt der Umswitch zu Otto, wie er einfach schön tauchen ist. Ich sag's euch. Und sich ein kleines Urlaubsleben macht. Otto. Könnt ihr bitte direkt zu Otto schalten? Ja! Was ein Übergang! So, was für eine Nacht. Lager steht noch, oder zumindest mal ein Teil davon. Die Ruhe selbst. Ja, ich glaube, das hier wird nicht mehr lange halten, wenn immer weiter die Flut steigt, aufgrund des Mondes. Dann wird halt Nacht Abbruch bei mir sein. Also Abbruch von dem Lager. Das heißt, ich werde heute hingehen und alles so vorbereiten, mir einen erhöhten Punkt suchen, wo ich die ganzen Sachen, die ich nicht brauche zum Schlafen, deponiere. Und dann trotzdem versuchen, heute Nacht noch auf meinem schönen Bettchen hier zu pennen. Und wenn ich quasi evakuieren muss, mich selber evakuieren muss, dann habe ich meine Sachen schon da, an einem höheren Punkt, wo nichts passieren kann. Und nur ich muss einmal durchs Wasser. Aber es wäre trotzdem blöd, das Ding aufzugeben. Wir werden allerdings sehen, Mittag, ob es noch weiter steigt oder nicht. Weil jetzt ist gerade Richtung Ebbe unterwegs. Kann man so die Ruhe selbst sein. Wenn Flut ist, werde ich mal sehen, wie weit diese Flut dann steigt. So, heute Tageschallenge. Bei ihm sind aber auch nicht diese Fliege, die Viechis so sehr, die Sandmücken. Tag 4. Hier ist ein Messbecher drin. Okay, doch. Da bin ich jetzt gespannt. Ein Wasser to go, bitte. Mhm. Check. Habe ich schon eine gute Idee. Let's rock and roll. Der Plan ist, hey, hier sind die einzelnen Kammern drin, unterteilt von solchen Teilen. Das heißt, ich könnte eine Kammer öffnen. Ja, dann könnte ich die, also eine Kammer hier oben öffnen. Die hier. Dann könnte ich die hier voll Wasser laufen lassen. Hier ist aber wieder Schluss. Mhm. Ziel muss aber irgendwie sein, diese Kammern dazwischen auch noch zu öffnen, sodass ich ein durchgängiges Wasserwasser habe. Macht er das gleiche wie Fritz? Dann dürfte das doch gar nicht mehr so schlecht sein. Das wäre ja interessant. Nicht zu. So, wie ich die aufbekomme, we will see. Ich hole mal die Machete. Und vielleicht das erst der Anfang, denn ich brauche so einen Bambus, wo 300 Liter reingehen. 300? Gut, den kriege ich nicht über den Kopf gehoben. Doch, Otto schafft das. Aber ich will schon Gas geben. Guck, dass wir hier was richtig Großes finden, ja. Jetzt überlege ich mir gerade, was wohl mit Herrn Meinecke los? Ob der bei sich auch Bambus auf der Insel hat? Der ist ja ein Fuchs in solchen Dingen und da auf dieselbe Idee kommt. Hat der keinen Bambus, hat das, glaube ich, sehr schwer mit natürlichem Material. Ja. Otto, jetzt kommt Spaß. Die Frage, alle Fragen. Wie gut kriegt man sowas auf? Und wie gut kriegt man die anderen da drin auf? Aber kommt er dann da durch? Also wenn er nur, wenn er das von oben aufmacht? Ja, mit dem Arm halt rein dann, oder wie? Wir sehen alle immer so geil aus, wenn wir unsere GoPros da auf dem Kopf haben. So. Ach,
Was macht er da? Ach so, check. Eins. Das war einiges an Wasser. Dann 490 Milliliter. Ja, komm, 490. Also, erster Versuch. 1,9 Liter. Check. Stark. So. Beruhigt euch, ja? Ganz entspannt. Direkt mal der morgendliche. Ja, Toilettengang. Guck mal, sieht doch schon besser aus. Relativ gelb, scheiße. Versuche ich eh ohnehin schon zu viel zu trinken. Naja, so sieht das aus. Jetzt hat es kurz wieder aufgehört zu regnen. Es nieselt noch leicht, aber es geht. Aber ja, ist sowieso schon egal, wenn man ohnehin schon komplett durchnässt ist. Das ist doch unglaublich, oder? Da unten ist das Meer. Und schaut euch das jetzt an. Es war bis hierher, da war das Meer einfach am Start. Ja, man sieht es auch da noch sehr schön. Es ging einfach. So interessant zu sehen, dass es uns alle überrascht hat und dass wir alle irgendwie beim initialen Bau unseres Shelters, bei den einen mehr oder weniger, dass alle nicht so ganz gecheckt haben, okay, bis hier ist diese Mülllinie, die Flutlinie sozusagen, dass wir das alle diesen Fehler gemacht haben. Das beruhigt mich irgendwie voll. Das heißt, wenn es hier drüber geht und mein Teil da mitnimmt, fällt mein ganzes Shelter zusammen. Denkst du, du bist sicher, zumindest in der Nacht nichts, dann kommt das Meer wieder daher. Oder der Blitz. Wenn du denkst, vom Krokodil bist sicher. Boah, es ist schon echt wild. Ja? Es ist schon, ja, kommt schon einiges dann zusammen. Aber ja, die Nacht war ansonsten, ja, ich habe nicht so schnell einschlafen können. Bin öfter wieder aufgestanden. Boah, aber ansonsten war die Nacht okay. Was machen wir jetzt? Challenge aufmachen, würde ich sagen, als Erster, oder? Let's go! Jetzt bin ich richtig gespannt, ob das was ist. Mobiles Gefäß, ein Wasser to go bitte. Okay, schauen wir uns an. Jetzt habe ich noch gar keinen Plan, wie ich das machen soll. So, dann würde ich sagen, ist es wieder Zeit für den allmorgendlichen Formcheck. Formcheck mit Sophie. Was ich sagen kann, ich habe schon extrem abgenommen. Aber ist das noch ein 40er Bizeps? Oh wei. Also extrem abgenommen. Richtig shredded. Direkt da, echt die Definitionsphase. Die fühle ich sehr, vor allem am Bauch, sieht man's. Muss ich sagen. Ja, Bizeps vielleicht auch schon kleiner geworden. Oder definierter zumindest. Ah ja, krass. Meine Machete schaut übrigens auch nicht mehr so gut aus. Ja, auch ein bisschen am Schimmeln. Aber sie schneidet noch extrem gut. Also alles tipptopp. Noch 5 Monate sieht er aus wie ich. Und ja. Das stimmt doch überhaupt nicht. Du siehst super aus, mein Herz. Na gut. Dann muss er weg. Das ist auch verhelliger. Wahrscheinlich. Oh, endlich. Ja, ja, alle haben da Bambus. Nicht. Das ist schon mal cool. Der ist schon komplett aufgespalten. Sieht man, wenn da auch schon das Wasser rauskommt. Das ist schwer als Gefäß. War schon ein krasser Flex. Dass da schon seinen eigenen Pool hat, muss ich schon sagen. Jetzt wird mir gerade wieder extrem schlecht. Klassiker. Das ist mir so fühl ich weiß. So. Oh. Kann mich nicht mehr umdrehen, wenn irgendwas krachen hört. Ich finde es halt so krass, wenn man bedenkt, dass Sascha halt auch nur einen Gegenstand hat, ne? Der ist halt mit auf dem Level von Fritz und Otto, so, da, ey, größter Respekt. Mittlerweile ist es mir vollkommen egal. Ob der jetzt ein GroKo ist oder nicht. Ich schau nicht mehr. Oh. Also dieses Schlechtsein ist so das Schlimmste. So lange ist es aus heute, kämpfe ich. 4. Tag. Viel länger, als ich mir gedacht habe. Mit einem Gegenstand. Ohne Erfahrung. Ohne Fitness-Thematik in dieses Survival-Ding. Boah. Bin echt schon stolz auf mich. Das darf so auch 100% sein, sind wir alle. Aufkämpfen müssen. Aber noch stehe ich oder sitze ich da. Schwindelig. Alles. Boah. Nova! Nicht. Einen wunderschönen guten Morgen, meine guten Lieben. Morgen. Es ist Tag 4. Ja, gestern hatte ich so ein paar Probleme.
mental, hat man ja auch gemerkt. Und auf einmal sind die so Fliegeviecher da. Ich weiß nicht, woran das liegt. Genau, und wie man sieht, hier oben, also das gestern war die Flut richtig aggressiv, weil gestern Vollmond war. Aggressiv. Und ja, wir spielen jetzt mal ein Spiel. Spotted Nova's Camp. Ich finde das so geil, dass man halt meine Actual-Gegenstände nicht von dem Müll unterscheiden kann. Und bis hier ging das Wasser gestern, also die Flut hat meinen ganzen Shelter auch kaputt gemacht. Ja. Mein Shelter, ne? Ja, der Shelter. Der gute. Weil das Problem ist, Freunde, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja, aber sonst geht's mir eigentlich gut. Mir geht's besser als gestern, definitiv. Yes. Ich habe mein emotionales Loch überwunden. Geil. Es hat mich auch stärker gemacht, dass es mir so schlecht ging gestern, beziehungsweise dass gestern alles so aussichtslos war. So alles war nass. Ich war nass. Ich hatte kein Shelter. Es hat geregnet, die Flut und so. Das hat mich schon stärker gemacht, so als Mensch, auf jeden Fall. Da würde ich sagen, ich lese jetzt mal die Challenge vor, wa? Mobiles Gefäß, ein Wasser to go, bitte. Ey, ich bin auch so am Abschimmeln, ne? Das ist halt auch schon Tag 4. Meine Haare hat es auch schon komplett zerscheppert. Wobei ich sagen muss, dass das eine super Idee war mit den Zöpfen. Also dadurch hingen mir die Haare nicht im Weg, die haben mich nicht belastet. Guti, ich gehe jetzt schwimmen und dann sehen wir uns wieder. Werde jetzt ins Wasser gehen und ein bisschen schwimmen. Ich habe ein bisschen Schiss. Buba! Huch! Auf dem Hai und oh, so drin ist. Ja, aber vielleicht kann ich ein paar coole Unterwasseraufnahmen für euch machen. Boah, man sieht hier aber an Axel auch die Ausschläge, die ich da hatte. Ich versuche ins Meer zu kommen, aber... For free? Unglaublich spitz, dass es mir fast nicht möglich ist rein. Das war echt so nervig mit dem, also mit meinem Steinstrand, weil ich habe öfters auch versucht, ins Wasser reinzugehen. Und das Problem ist halt, dass die Wellen super krass waren bei mir. Also ich hatte super viel so, weil mein Spot war ja auf der Westseite, wo das andere Meer noch so reingeschlagen ist. Deswegen bei mir die Flut halt auch sehr eskalativ unterwegs war sozusagen. Ich habe halt so oft versucht, irgendwie so ganz langsam reinzukraxeln. Aber das ist halt, ich habe halt null Sandstrand gehabt. Das waren halt nur diese Steine, weswegen ich auch voll oft irgendwie, ich wurde teilweise echt umgestoßen und habe echt gedacht, dass es einfach nicht so viel Sinn ergibt, da schwimmen zu gehen oder das wenigstens zu versuchen, weil die Chance halt so hoch ist, dass ich mich verletze. Das ist wirklich, das war echt sehr, sehr, sehr krass, weil man halt auch so geworfen wurde und ich dann auch echt Angst hatte, dass ich mich aufschlitze oder dass ich mich halt wirklich schwer verletze zwischen den Steinen. Das wäre halt einfach, es wäre super doof einfach gewesen. Deswegen gibt es halt leider keine Aufnahmen, wie ich da schwimmen gehe. Ich wollte so gerne, aber es hat leider nicht funktioniert. Das war echt schwierig. Und das Problem ist, dass ich halt auch kein festes Schuhwerk habe, womit ich reingehen kann, weil hier gibt es halt auch Seeigel, richtig ungeil. Und man kann auch auf Steinfische. Boah, Steinfisch auch Horror. So. Ja. Vielleicht probiere ich es dann anders nochmal. Aber also, das ist echt super schwierig, da überhaupt reinzukommen. Ja, und ganz kurz zu der Szene, die man da jetzt sieht, Freunde. Euch ist schon bewusst, dass denn Fritz komplett nackt war, ein Otto komplett nackt war, beziehungsweise auch super oft nackt ist oder in Unterhose da ist, ein Knossi komplett splitterfasernackt, sich gefühlt jede Folge zeigt. Also könnt ihr ja auch einfach verstehen, dass irgendwann einfach, ich wusste bei jeder Aufnahme, die ich mache, wenn man irgendwas sieht, wird was verpixelt. Und ich habe da einfach versucht, an mein Wohlbefinden zu achten. Und es wäre halt absolut sinnbefreit, mit meiner Unterwäsche, die ich ja nur habe, ins Wasser zu gehen, die dann auch nochmal nass ist. Weswegen ich halt viel Zeit auch einfach nackt verbracht habe. So, deswegen, gut, ich bin jetzt eine Frau und das ist nochmal was anderes. Aber eigentlich ist es nichts anderes am Ende des Tages. Das ist völlig normal. Und also ich habe das jetzt auch nicht für Aufmerksamkeit gemeint oder sonst irgendwas. Ich meine, wir waren alle nackt. So, das sieht man ja. Alle waren komplett splitterfasernackig. Also dementsprechend, mir ging es da einfach nur darum, ich wusste, egal was ich filme, auch wenn man sonst irgendwas für mich sehen sollte, es wird alles weggepixelt. So, Max und Johannes sind die Einzigen, die das sehen werden. Ist mir doch Schnurzpiep. Ich werde mich da 100 pro übel verletzen. Das war mir wichtiger, ja, na klar. Deswegen erstmal nicht. Vielleicht ein paar genommen. Ich wollte eigentlich jetzt mit der Challenge anfangen zu bauen, aber mir ist kotzübel irgendwie und ich habe so richtig miese Bauchschmerzen gerade.
wenn ich jetzt Durchfall kriegen sollte, wüsste ich nicht so wirklich, woran es liegt, weil ich halt nur das gefilterte Wasser getrunken habe. Vielleicht war das auch Sonnenbrand oder halt Kombination aus nichts im Magen, nur Wasser, Sonne, Sonnenstich, körperlicher Verfall, tendenzielle Anschimmelung. Vielleicht war das irgendwie alles. Oder halt auch Psyche, die auf den Magen geschlagen hat. Und nichts anderes und auch nichts wirklich gegessen habe hier. Ich habe nichts gegessen, außer am ersten und zweiten vielleicht Tag einfach ein bisschen so ein Stück Kokosnuss. Ja, mal gucken. Ich ruhe mich jetzt kurz aus und dann geht's gleich weiter. Guten Morgen. Ich bin jetzt gerade aufgestanden und habe ungefähr 2-3 Stunden geschlafen. Ich habe jetzt noch eine Idee, wie ich das Shelter doch noch retten kann und vielleicht auch hier stehen lassen kann. Ich glaube nämlich nicht, dass die Positionierung allzu dumm ist, abseits der Flutproblematik. Ja, wir gucken mal. Ich habe nämlich keinen Bock, das gesamte Dach nochmal neu zu machen bzw. umzuziehen. Ja, deswegen wäre es schon cool, wenn diese Lösung, die ich jetzt gerade vor Augen habe, eventuell klappen könnte. Okay, vierte Tageschallenge steht. Voll cool, Joris und ich haben die gleiche Regenjacke. Wir sind Regenjacken-Besties. Gang, gang, gang. Ja, ich glaube, größer als Kokosnuss wird's nicht. Egal, wie ich drüber nachdenke. Ich könnte irgendwas aushöhlen. Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine sehr gute Idee. Priorisierung ist immer noch Shelter. Auf jeden Fall, der Wasserstand ist es noch nicht weiß so einfach, hoch, what's good, what's up, dass es mir gefährlich werden könnte, aber ich habe Schiss, dass er das gegen Mittag wieder wird. Also muss ich Gas geben und unbedingt testen, ob mein Shelterbau, den ich so in Planung habe, auch so funktioniert. Denn wenn nicht, habe ich wieder ein Problemchen. Alter. Tiefer kann der Pflock jetzt nicht mehr in den Boden rein. Ich habe mit aller Gewalt gearbeitet und mit ordentlich Schwung. Ich kann nicht mehr. Ich bin echt am Arsch. Oh Mann. Joris, okay. So cool. Hier haben wir die Kokosnuss, die ich am ersten Tag sogar am Strand gefunden habe. Die ist schon gekeimt. Oh, wie cool. In diesem Keimling, den habe ich aus Versehen gerade abgeschlagen, ist so ein Palmherz drin. Palmherzen sind so lecker. Dieses Palmherz kann ich essen, das heißt, ich muss eigentlich nur die äußerste Blattschicht abtrennen. Ich glaube, im Prinzip ist alles essbar. Da geht es nur ein bisschen um die Genießbarkeit. Ich liebe, wie Joris einfach alles isst. Kürbis. Also schmeckt irgendwie wie Kürbis. Ja. Hier mit das Kokosnussfleisch. Geil. Und hier haben wir den Kuchen, von dem ich gesprochen habe. Der ist auch essbar. Kuchen? Dazu mache ich kurz die Machete sauber. Und dann schneide ich hier mal rein. Ich habe selber noch nie gesehen, dass es überhaupt jemand isst. Vielleicht auch mit Grund? Wow! Das hat so eine Konsistenz wie so ein... Gott, wie so ein Schaumstoffkissen oder so. Oh! Geil! Geil! Oh! Mmh. Einfach Kuchen. Oh. Was ist das? Das erinnert mich richtig an diesen fälschlicherweise die Aussage, die Marie-Antoinette im Mund gelegt worden ist. So, aber ja, wenn sie nichts zu essen haben, dann sollen sie doch Kuchen essen. Alle anderen reden hier verhungern und Joris snackt einfach Kuchen. Ich finde das sehr cool. Hä? Warum schmeckt es so genial? Der schmeckt viel besser, ich kann den Geschmack nicht beschreiben, viel besser als jede Kokosnuss, die ich jemals in meinem Leben hatte. Und dieses, oh, 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 Joris, und dieses Essfeeling so dabei. Das ist nicht wie bei einer Kokosnuss, dass du so schaben musst, und sondern du beißt ja einfach locker flockig. Geil. Das kannst du auch, also wirklich, das würde ich jeden Tag essen, jeden einzelnen Tag. Das schmeckt so geil. Boah. Einfach Food Hall. Mukbang. Boah. Joris ist so cool. Bin so froh,
dass Joris in der Staffel dabei ist, dass er der Wildcardler ist. Das ist so ein cooler Typ, wirklich. Privat, wie aber auch in der Show, finde ich. Der bringt so viele Sachen damit rein. So viel Wissen. So, allein dieser, ich wusste bis dato nicht, dass Kokosnüsse Kuchen haben können. Also, dass sich das irgendwann so entwickelt. Oder dass Palmherzen gekeimt sind. Ich dachte, ich weiß auch nicht, was ich bei Palmherzen gedacht habe. Wenn du Palme aufschneidest, dann da das Herz dann drin oder so. Ey, ich weiß nur, wie sie schmecken. Und das ist ziemlich lecker. Aber ich finde es super, super interessant. So ein cooler Typ einfach, wirklich. Was war das für eine bescheidene Nacht? Es war hart, ja, darauf war ich eingestellt, das ist auch nicht das Problem. Meine kompletten Klamotten waren noch nass, die Regenjacke war nass. Ach, die Arme, ey. Man merkt echt an Tag 4, wie uns alle das Sukzessive zersetzt, also die Gegebenheiten einfach vor Ort, dieses körperliche Schimmeln, diese durchgehende Nässe, dass man einfach wirklich nicht mehr trocken wird und du auch morgens aufwachst und immer noch nass bist, also dass du halt weißt, okay, das ist ein Zustand, mit dem lebt man jetzt, von dem kann man sich jetzt erstmal nicht mehr verabschieden. Das heißt, ich musste die Regenjacke auf mich legen. Ich habe mich irgendwie zusammengefercht und es ging gar nicht. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich gefroren habe bis zum geht nicht mehr. Ich bin völlig fertig. Heute sehr schwach. Mir fällt es gerade auch schon schwer, die Kamera zu halten. Ich bin jetzt gerade extra mal raus aus meinem Shelter gegangen. Mir geht's richtig beschissen. Oh Mann, arme Maus. Sabrina, so eine Kämpferin. Sabrina. Ich werde jetzt erstmal Challenge Nummer 4 öffnen. Mal gucken, was das für heute wird. Okay, muss ich mir drüber nachdenken, ob ich da eine Idee habe. Okay. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt noch mal eine Runde baden gehe, weil ich das Gefühl habe, dass morgens das Meer am ruhigsten ist und weil ich mich echt super pekig fühle. Aber auch lustig, dass oft irgendwie Sachen passiert sind, wo simultan an dem Tag auch andere Leute das gemacht haben. Also, dass ich und Sabrina heute beide schwimmen gehen wollten. Ja, und deswegen, ja. War geil mit ihrem Strand, ey, da bin ich neidisch. Ich habe das Gefühl, dass morgens oh, ist das Meer schön. Ein bisschen ruhiger ist. Deswegen werde ich jetzt meine Taucherbrille schnappen und ein bisschen ins Wasser gehen und mal gucken. Ich nehme die Kamera mit, mal gucken, was ich da so sehe. Ich sehe echt kaum was unter Wasser und wenn dann nur Steine. Oh, da hinten zieht doch auch schon wieder eine Gewitterfront auf. Ja, ehrlich gesagt, glaube ich, schwimme ich wieder zurück. Die Erfrischung hat ganz gut getan, muss ich sagen. Vor allem auch mal komplett den Körper irgendwie in Salzwasser zu tun, weil vielleicht desinfiziert das ja doch so ein bisschen die ganzen Wunden. Wobei ich mir bei der tatsächlich überlege, ob ich vielleicht doch das Erste-Hilfe-Set aufmache und mir dann eine Creme drauf packe, weil es ist schon, wenn ich die offene Wunde habe, dann gehen da die ganze Zeit Fliegen dran. Oh, dann legen die noch Eier rein. Wenn ich sie sozusagen an der Hand habe. Und wenn ich sie aber in meine Socken packe, dann ist sie halt nass, weil meine Socken ja nass sind. Ja, deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich die vielleicht verarzte, weil das ansonsten nicht wirklich verheilt und sich eher noch entzündet. Ich habe schon wieder einen Splitter im Fuß. Ach, verdammt. Oh nein. Oh, scheiße. Seht ihr das? Ja. So ist das, wenn man barfuß läuft. Oh. Aber hilft nichts. Ja, ich glaube, nicht jeder hatte halt so Latschen. Ich hatte halt glücklicherweise immer meine Flipflops, die ich immer getragen habe. Da habe ich auch mehrere von gehabt. Diese Biester, die stechen. Übrigens, mein Splitter im Daumen hat sich nicht entzündet. Ich vermute mal, dass er noch da ist. Ja, wenn ich drüber fasse, merke ich ihn auch. Ja, er ist definitiv noch da, aber er tut nicht weh, hat sich nicht entzündet, gar nichts. Also alles gut. Heute kommt echt mal die Sonne so ein bisschen raus. Ich habe gerade alles schon zum Trocknen hingelegt. Ach, wie kriege ich denn jetzt den Splitter raus? Ich befürchte, ich weiß nicht, ob die Jungs ins Erste-Hilfe-Set eine Pinzette gepackt haben.
Die Arme, ey. Ich befürchte, es ist Zeit fürs Erste-Hilfe-Set. Ich juck mich, ich will die ganze Zeit mit, wenn ich das sehe. Dass in dem Erste-Hilfe-Set keine Pinzette ist. Ich werde es jetzt trotzdem aufmachen und mindestens meinen rechten Fuß versorgen. Und was ich dann mit dem Splitter mache, weiß ich nicht. Ich habe es gerade mehrmals versucht, ihn so rauszuziehen und hat nicht geklappt. Weil ansonsten kann ich nicht laufen. Fühlt sich echt nicht so geil an, das aufzumachen. Aber es hilft ja nichts. Hier ist die Blombe. Oh, ich hoffe, da ist eine Pinzette drin. Ja, bestimmt. Ich habe sonst echt ein Problem. Oh nein. Och, Schatz. Okay. Oh. Erster nervlicher Zusammenbruch. Ja, oh, vollkommen verständlich. Das so nachempfinden. Das ist so eine starke Frau. Irgendwann liegen die Nerven halt so unglaublich blank. Das ist so eine Belastung, die man sich wirklich einfach nicht vorstellen kann, wenn man die nicht vor Ort erlebt hat. So, und ach, ich kann so mitfühlen, ey. Ich bin Sabrina, das ist so krass, Mann. Da ist eine Pinzette drin. Hat sich auch super viel angestaut. Kein Essen, wenig Schlafen, Nässe, der Körper schimmelt, Schmerzen, Isolation. Menschen sind halt Rudeltiere, wir sind halt soziale Tiere, es ist halt einfach so. Wir sind dazu gemacht, zusammenzuleben. Das Leben eines Bergeremits ist nicht normal. So sollte es nicht sein. Intro-Szene. Was ich halt jetzt hier schon für eine Scheiße durch habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man die ganze Nacht nicht geschlafen hat, seit 4 Tagen irgendwie nichts gegessen hat. Ist ja auch kein Wunder beispielsweise, dass auch in Gefängnissen sind ja Isozellen die größte Bestrafung, die man erleiden kann als Häftling. Also das ist ja das, womit Leute gefoltert werden, womit die bestraft werden, mit kompletter Isolation. Dann auch noch ein Kombi mit wenig Schlafen, Frieren, kein Essen. Oh Gott. Den ganzen Struggle, den ich mit dem Shelter hatte. Mein Shelter ist immer noch nicht so, ich will dass ihn umarmen. Ich sage, ich kann mich daran wohlfühlen, weil es einfach super unbequem ist, da drin zu schlafen. Challenges klappen überhaupt nicht, aber wie gesagt, da versuche ich mir halt, also da möchte ich mir halt einfach auch keinen Druck machen. Nein, allein, dass man dabei ist. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Wärme, Essen, Schlaf, sozialer Kontakt, das ist es. Ich würde jetzt so gerne. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten in den Arm nehmen. Ich kann das so mit empfinden. Oh, Sabrina. So eine starke Frau. So herzzerbrechend. Ich würde jetzt so gerne die mal in den Arm nehmen und mit denen sprechen. Besonders in solchen Momenten, wo man selber so sehr struggelt, braucht man das so sehr. Einfach nur eine Umarmung. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch meine Wunde am Fuß versorgen, wenn das erste Hilfeset jetzt eh schon auf ist. Und dann muss ich gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, da muss ich losgehen und Palmenblätter sammeln, damit ich mir meine Matratze bauen kann. Und ich brauche auch eigentlich noch ein paar Latten, weil mittlerweile ein paar durchgebrochen sind und ich halt immer zusammengekrümmt liegen muss. Also ich kann mich halt nicht gerade machen. Das heißt, ich brauche noch ein paar Querstreben, die ich mir da drauflegen kann. Oh Mann, oh Mann. Die dritte Nacht geschafft. Ey. Aber das Wetter, oh Mann. Oh Mann,
Ich hoffe, das wird nochmal. Ja. Wenn das die restliche Zeit jetzt so ist, oh Mann. Ich krieg meine Sachen nicht mehr trocken und ich krieg auch kein Feuer an, wenn alles nass ist. Ich wüsste nicht, wie ich ein Feuer ankriegen soll. Außer mit meinem Zunder. Das wird echt schwer. Verplombter Umschlag Nummer 4. Ich kann's nicht glauben. Es ist wirklich der vierte Tag schon. King of the Jungle, Alter, wie er aussieht. Jens ist so ein krasser Typ. Es ist wirklich Manometer. Also ich hoffe, dass jeder, der irgendwas Schlechtes über seine Teilnahme gesagt hat, so wo ich mir denke, Jungs, wir sind an Tag 4. Dieser Mann trägt einen selbstgebastelten Lendenschutz. Er ist eins mit dem Dschungel. Giga-Chat, Mindset Beast. Wirklich, was ein Macher. Ich kann es echt nicht glauben. Er ist der Dschungel. Vierter Tag. Boah, die Mücken. Also die Sandmücken hier. Man sieht die nicht. Ich sehe sie manchmal in Tausenden vor meinem Kopf. Weltklasse, wirklich. Umschlag Nummer 4, ist was drin. Mobiles Gefäß. Das ist alles mir zu hoch. Alles. Wirklich viel zu hoch. Es ist viel zu hoch. Meine Rede. Mann, schreib doch, mach doch, gib doch Bücher mit. Schreib doch, gib doch ein Buch mit. Es ist einfach viel zu viel. Baue einen Eimer. Das mache ich gleich, dann ist das Ding erledigt. Ich verstehe es nicht, du brauchst Abitur. Du brauchst Abitur. Genau, wie ich meinte. Wirklich. Du schöpfst und stellst den Messbecher freistehend ab. Da musst du studiert haben für. Wie er nachdenkt. Teilweise wirklich, muss ich auch sagen, ich musste so meinen Gehirnschmalz da verwenden. Und irgendwann, wenn du eh wirklich so Butter da oben in der Birne hast, weil du nichts gegessen hast, wirklich komplett am Ende bist, dein Gehirn noch auf, weiß ich nicht, wirklich auf Sparmodus läuft und da noch die Atmung das Einzige ist, was irgendwie halbwegs funktioniert. Und da wirklich, du liest es nochmal und denkst dir so, was? Wie bitte? Was wollt ihr? Wirklich, du liest es und ich hab's, glaube ich, 4-mal gelesen. Na, schreib doch Deutsch! Wir probieren's. Gehirn nicht. Auf Flugmodus, wirklich. Der nackte Mann geht duschen. Oh, ist auch eine schöne Aussicht, ne? Muss man auch sagen. Das gibt auch irgendwie gute Laune, wenn man auf so einen Sandstrand glotzt. Mal kurz was zur allgemeinen Gefühlslage. Zu allen wichtigen Sachen. Die man sich vorher so gefragt hat oder die auch andere oder was ich im Vorfeld auch in meinen Streams oder so, was meine Ängste waren. Angst im Dunkeln hier vor dem Dschungel, vor den Geräuschen. Finde ich nicht schlimm. Belastet mich auf einmal hier gar nicht. Angst vor den Tieren. Ich denke gar nicht drüber nach, an die Tiere. Ich sehe die Tiere, die hier unten am Beach sind. Ich beschäftige mich mit den Tieren weiter hinten. Für mich belanglos. Also in meinem Kopf keine Existenz dieser gefährlichen Tiere. Hatte ich aber auch. Das ist eigentlich so komisch, aber irgendwann findet man sich so damit ab, dass diese Tiere koexistieren. Und ich habe dann auch irgendwann diesen Gedankengang aufgebaut. Wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da. Also ich habe aber mir auch irgendwo im Hintergrund, habt ihr auch diese eine Schlange oder sowas gesehen? Aber ich habe sie selber nicht gesehen. Also sind da dann auch keine Schlangen und es sind da auch keine Spinnen. Und wenn ich sie nicht sehe, existieren sie nicht. Schrödingers Dschungeltiere. So habe ich mir das auch gedacht. Und das lebt sich natürlich einfacher. Vor was habe ich noch große Sorgen gehabt? Isolation, ja. Kein Handy hat mich nicht in einem Moment gestört. Nicht ein einziger Moment. Kein Phantomsuchen. Gar nichts. Nicht im Sinne dessen, dass ich mein Mobiltelefon vermisst habe oder sonst irgendwie was. So klar, ich habe Chat vermisst, aber ich wusste auch, dass wir im Chat zusammen die Folge schauen. Also da habe ich mir gedacht, ich sag das, dann habt ihr einen kleinen Shoutout, meine Lieben. Also das habe ich nicht vermisst, aber ich habe besonders halt die soziale Kommunikation vermisst. Ne? Also mit Menschen reden, diese Nummer. So Handy wäre mir auch an sich scheißegal gewesen. Es ging halt nur, dass das Handy halt das Instrument zur Kommunikation in diesem Moment war, das präferierte. Habe auch jetzt gar keinen Bock, wenn ich zurückkomme, auf mein Handy. Überhaupt nicht. Gar kein Interesse. So dumm wie alle direkt eine Sucht anschreiben, nur weil du einmal den Chat erwähnt hast. Ja, verstehe ich auch nicht. Aber ich bedenke, Jux, am Ende des Tages ist das ja auch mein Job. Es ist ja nicht, dass ich sinnlos einen großen Teil meiner Zeit am Handy bin, sondern das ist mein Job.
damit verdiene ich mein Geld mit Instagram. Ich weiß, dass es verwirrend ist, aber es ist ja auch nicht 100% Freizeit. Eigentlich gar nicht. So, das hier habe ich echt mal gebraucht. Ich vermisse es nicht. Die Kollegen jetzt alle sauer. Ich vermisse es nicht. Ich sag euch ehrlich, ich habe gar keinen Bock. Ich könnte jetzt schon kotzen, mein Handy anzumachen und 50 WhatsApps zu haben. Überhaupt gar keinen Bock. Okay, ja, was kann ich euch noch sagen, wie es für mich ist? Es ist sehr hart, also so viel Dreck und nie zu wissen, wann du schlafst. Oh, hier, ach, hier ist ja einfach mein Felsenstuhl, Alter, mit Ebbe ist. Ach, guck mal. Game of the hier Strand. Ist mein Felsenstuhl. Der Felsenthron. Oh. Das erinnert mich voll an so ein anderes Haus. So das Algehaus von Game of Thrones. Königsmund ist in Angst und Schrecken. Das Lied von Einsamkeit und Kippen. Das ist ein neuer Game of Thrones Spin-off. Game of Stones. Oh. So was habe ich vermisst. Der Felsenthron. Jetzt fühle ich mich wirklich, wie wenn das mein Strand ist. So nämlich. Hier wohne ich. Verzeiht mir dafür, dass ihr bei mir nicht den besten Content seht. Das ist ja übelster Cap. Das ist ja eine absolute Lüge. Ich persönlich, ich muss sagen, ich habe auch nochmal eine ganz andere Bindung zu allen Teilnehmern natürlich und ich finde jeden Teilnehmer auf seine eigene Art und Weise unglaublich spannend. Ich würde auch nie auf die Idee kommen zu skippen, weil ich da einfach bin so interessiert und die Menschen haben alles gegeben. Die haben sich da wirklich die Tage geprügelt, mental, körperlich auf dieser Insel für Unterhaltung und ich finde einfach den Schneid zu haben, dahin gegangen zu sein, das alles gemacht zu haben, sich dem gestellt zu haben, sich teilweise auch emotional so nackt gemacht haben, da muss man ein bisschen Respekt auch zollen an der Stelle und ich freue mich über jeden Part. Ich finde jeden unglaublich unterhaltsam. Aber ich muss sagen, Jens auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Favorit. Ich finde sowas wie Jens, das sieht man auch, kommt sehr selten in so der Medien- und Entertainment-Landschaft vor. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Phänomen. Das ist wirklich jemand, der dafür geboren ist. Das ist, sieht man sehr, also man bekommt das einfach sehr selten mit, dass es noch solche Ur-Entertainer gibt. Noch solche Koryphäen einfach in dem Bereich. Also wirklich Hut ab. Ich freue mich bei so. Bei der Herausforderung meines Lebens, bei der wirklich meiner Meinung nach der besten Show, die es gibt, dabei sein zu können. Nicht irgendeine so Ranz-Show. Weißt du was? Ich meine, für mich ist das die beste Show, dass ich in Tag 4 komme. Hätte ich nie gedacht. Ich glaube, die viele von euch da draußen haben das nie gedacht und erwartet, dass ich in Tag 4 bin. Ich weiß. Aber ich habe eine unglaubliche Willenskraft. Es ist mir egal, ob ich im Dreck liege. Es ist mir scheißegal. Dann schlafe ich nicht. Es ist mir wurscht. Ich weiß, dass ich einer dieser Typen bin. Man kann alles haben und erreichen. Man muss beißen. Es ist egal. Da darf man nicht weich sein. Wer weich ist, kommt nicht zu seinem Ziel. Und ich kann das. Ich kann es einfach. Jens, ich darf mich nur nicht verletzen. So stark, so stark. Finde ich schon krass. Mindset Monster. Schon sehr krass. Keine Ahnung, vielleicht guck mal auf Bambus. 10 Litern. Aber ich finde das schon krass, oder? Time for the challenge! Tag 4. Und darf ich euch vorstellen, hier ist mein Wander- und Trinkstock. Ein Hammer. Hält dich gut beim Laufen und ist gefüllt mit Wasser bis hierhin. Ich hab's hier innen durchgestochen. Ich hab nicht getestet, wie viel da reinpasst. Ich mach's tatsächlich bis zum Rand. Ja, hör mal! Jetzt Stunde der Wahrheit. Erster Messbecher. Wunderbar. Guck mal, 500 Milliliter, let's go. Ist da, das hier kippen wir jetzt aus und weiter. Ey, clever, clever. Und der Mann hier, ne, sagt Verlust, noch. Verlust, Verlust, bisschen Verlust. Halber Liter, das heißt, wir sind bei einem Liter. Ein Liter? Das ist schon mal was. Oh nein! Ach nein!
1,5. Oh, da geht noch mal ein halber. Ich bin happy. 2 Liter. Oh, scheiße. Komm, da geht doch noch was. Ja, 170 Milliliter. 2 Liter und 170 Milliliter. Ich muss sofort aufschreiben. 2 Liter und 170 Milliliter. Ey, Hammer. Stolz, dass ich heute die Challenge für mich, für meine Verhältnisse, so strong, habe ich sehr gut abgeschlossen. So strong. Wirklich krass. Das ist richtig viel. Echt gut. Wahrscheinlich haben die anderen auch wieder 5 Liter, 6, 7, 10 Liter, aber das macht nichts. Nein. Ich finde mich heute selbst als Challenge-Gewinner. Ich habe kreativ gedacht, hoffentlich hat kein anderer so gedacht. Ich fand es echt geil. Und ich habe mich über die Challenge so aufgeregt, aber ey, war wirklich, wirklich eine gute Challenge. Ich lieb's auch, wie Knossi langsam so diesen Robinson Crusoe Bart bekommt. Muss auch mal sagen, alles clean, ne? Ich habe auch Nikotinmangel. Oh, so, Mann, fertig. Das dürfte kein Problem geben, ne? Ja! Challenge, juhu! Success! Mega! Let's go! Okay, alles klar. Es kommt immer näher. Alter, what the fuck? Mm. Da ist mein Bett. Scheiße. Da ist mein Bett, geh weg. Naja. Der wird doch schon länger da liegen, der Baumstamm. Der hat's doch nicht erst vor letzten Vollmond angeschwemmt, hoffentlich. Boah, wenn das alles zusammenfällt, ey, was passiert dann eigentlich? Dann ist alles weg, was ich habe, und Shelter bricht zusammen. Es wird wahrscheinlich eine relativ unruhige Nacht, auch wenn es vielleicht gar nicht der Fall ist, ja, dass da irgendwas passiert, aber ja, das sind ein paar Zentimeter. Geht schon. Ja. So. Fuck. Also aufmerksam schlafen. Schon langsam geht es mir wieder ein bisschen besser. Das Gott sei Dank. Oh, Gott sei natürlich Dank. Natürlich viel Zeit verloren für das Gefäß. Aber natürlich, es ist zweitrangig. Überleben ist erstrangig. So. Steht an erster Stelle. Dann kann ich dann langsam mit dem Gefäß anfangen. So, erstmal die Segmente rausschlagen. Ja, guck mal. Da ist leider undicht. Oh nein. Boah, mir fällt jede Bewegung so schwer. Alles ist halt so komplett anstrengend. Schlecht, aber ich versuche jetzt am Gefäß weiterzubauen. Ich gebe mein Bestes. Ja, zu in einer langen, geraden Stock, einfach um die Segmente durchstechen zu können. Das ist alles so anstrengend. Warum ich so hart nehmen muss, weil wenn ich so einen weichen Bambus nehme, der ist schon überall komplett offen und kaputt. Ja? Das heißt, da kann ich kein Wasser drin sammeln. Deswegen hier noch der extrem schwere, in der Hoffnung, dass der das Wasser besser drin behält. Jetzt ist Wasser hier. Also nicht weit weg von mir. Also ihr seht den Stempel da. Und eigentlich gestern und die letzten Tage um die gleiche Zeit war das Wasser da ganz hinten. Kommst dann in der Nacht da ganz hinten hin, weil da bin ich, dann nimmt mich einfach das Meer mit ins Wasser, mit ins Meer. Klemmt mich da wahrscheinlich noch überall ein. Die ganzen Zeugs da mit den ganzen Baumstämmen und wenn ich irgendwo drin liege. Das könnte richtig gefährlich werden. Steinstrand ist auch so kacke. Also müsst ihr eigentlich jetzt schon hier bleiben. Und dann darauf gehen oder so. Mhm. Wenn es höher wird. Boah, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, es gibt gerade echt ein Scheißgefühl. Weil das ist wirklich eine rationale Gefahr. Weil ich nicht weiter zurück kann. Ich bin gefangen. Stellt euch mal vor, ihr seid ausgesetzt auf der Insel irgendwo und wenn die Flut kommt, es gibt kein Zurück, kein Links und kein Rechts, ja. Dann müsste ich ins Meer rausschwimmen. Da funktioniert der GPS-Sender nicht. Boah, das heißt, da würde mich keiner mehr finden, die Strömungen irgendwo hin. Mhm. Ich würde einfach drauf gehen. Ja, durch die heftigen Wellen schaffe ich es vielleicht nicht wieder, also rüber zu schwimmen. Und dann da irgendwo wieder raus und dann da hochklettern in der Nacht. Also das gibt mir gerade ein sehr mulmiges Gefühl.
Ja, fühle ich. Ist halt auch so unbelohnt, am Tag 4 sein Shelter neu bauen zu müssen, wenn du halt kräftetechnisch so am Ende bist und gar nichts mehr schaffst irgendwie und dich halt wirklich alle Kräfte einfach verlassen, alles anstrengend ist, man ist einem schlecht, schwummrig, das Gehirn arbeitet super langsam und dann halt nochmal den Kraft aufwenden, umzubauen, das ist schon heavy. Wieso ist das jetzt immer noch so hoch? Und auch nicht jeder möchte halt auch in den Dschungel rein. Also das kann ich halt auch 100% nachempfinden. Was mache ich jetzt? Joris! Oh. Crazy! Also man sieht mittlerweile, alles ist nass geworden. Jeder Bereich wurde einmal unterspült. Aber mein Shelter ist nicht verrutscht. Keinen einzigen Millimeter. Guck mal. Sieht man ganz gut an den Seilen. Ja, da tut sich gar nichts. Perfekt. Genau das, was ich erreichen wollte. Baumaus. Boah, auch super schlau. Bevor ich euch zeige, was ich mit diesem Wasserding hier jetzt vorhabe, möchte ich ganz kurz mein Shelter checken, denn die Wasserlinie ist enorm weit draußen. Und ich habe vorhin schon gesehen, dass es bis zu den Blättern geschwappt hat. Also sehr, 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 sehr hoch. Dann gehen wir doch da gerade mal kurz gucken. Okay. Also, was sehen wir? Wir sehen, dass das Shelter komplett überschwappt wird, sich aber nichts bewegt. Es verrutscht gar nichts. Ja, das Shelter ist sicher. Vielleicht nicht, wenn es regnet, beziehungsweise nicht, wenn Flut ist, aber sonst ist dieses Shelter Bombe. Ja, bin happy damit. Uiuiui. Du bist gleich ein bisschen nass am Popöchen. Wenn ich hier runterfall, wäre scheiße. Ja, weiter geht's mit der Challenge. Was habe ich mal anders gedacht? Okay, sehr cool. Testrunde. Ich habe Glück, dass es gerade so hoch ist, das Wasser. Boah. Das ist ein Haufen Wasser, god damn. Okay. Okay. Habe ich irgendwelche Risse im Boden? Niet. Auch das, wie laut Wasser ist, ne? Das muss man, das ist auch, boah, wie laut die Wellen sind. Dann würde ich sagen, wir versuchen es einfach mal. Ich kann da auch nicht pennen. Take one. Zweieinhalb Liter. Guck mal, ist doch was. Ja, nicht so gut. Das hier sind ungefähr 20, oder nicht? Was los, Meister? Joris hat so schöne Augen auch, ne? Auf Bro-Basis jetzt gesagt. Mhm. Das Wasser war gerade bis zu meiner Hängematte. Schon wieder. Nee. Oh, das geht nicht. Wie bitte? Was geht denn heute ab? Oh, Scheiße. Oh nein, bitte nicht. Oh. Auch so viel Arbeit, was da reingeflossen ist in das Shelter. Füße! Aus. Ich habe da jetzt Jodcreme drauf gemacht, Tupfer und dann diesen blauen Verband, weil ich diese Dinge einfach liebe, weil die super easy sind. Ja, und jetzt kann ich das einmal for free? Am Tag wechseln. Kostenlos im Internet? Ganz ehrlich, sieht doch mods stylisch aus. Ich finde auch. Ich hatte gerade Durchfall. Was crazy ist, weil ich dachte nach 4 Tagen nichts essen, ist nichts mehr im Magen und im Darm drin. Die Arme! Aber ja. Oh nein! Kam jetzt nicht viel, aber es kam was. So. Ich habe jetzt hier meine 4 Gefäße. Oh nein! Oh, ich hätte gehofft, sie macht was mit ihrer Säge. Ja, aber guck mal, das ist auch ein Gefäß. Wie schön! Also im ersten Test ist das hier der Winner.
so. Über meinen Kopf halten. Milliliter. Ey, aber guck mal. Mein Magen. Ach, die Arme. Und das war noch mit Durchfall alles. Durchfall. Nein. Und schwindelig ist mir auch die ganze Zeit ununterbrochen. Aber ich muss sagen, es ist eine saucoole Idee mit den Muscheln. Ich finde das voll schön. Voll die, voll so Naturgebundenheit irgendwie. Einfach aus der Natur ein Gefäß genommen und jetzt nicht eins, was man selber noch gemacht hat. So, finde ich voll schön. Ey, und Punkt ist Punkt. Und das mit hier körperlichen Beschwerden. Sabrina! Mir nochmal ein paar Lattenroste zu sägen. Yes. Meine Säge ist mittlerweile schon total zerrostet. Oh nein. Bambus. Richtige Kreislaufprobleme. Oh nein. Mir wird die ganze Zeit immer wieder kurz schwindelig. Hm. Obwohl ich eigentlich trinke, aber von dem Trinken kriege ich ja auch wieder Durchfall. Also es ist ein Kreislauf. Das ist ja Horror. Keine Ahnung, ob ich es tue oder ob ich mich hier noch weiter durchkämpfe. Aber ich lasse euch jetzt einfach mal kurz an meinen Gedanken teilhaben. Und zwar ist es jetzt das zweite Mal in der kompletten Zeit, dass ich überlege, mich abholen zu lassen. Zumindest heute Abend. Das erste Mal war am ersten Tag, wo ich ja so ein bisschen traurig war und an meine Familie gedacht habe, das war einfach Heimweh. Und jetzt ist es so, dass es mir einfach richtig schlecht geht. Ich habe Kreislauf, ich habe Durchfall. Körperlich ist man so am Ende auch an Tag 4. Mein Herz pochert. Oh Mann, ey. Ich kann schon was trinken, aber ich habe das Gefühl, dass das wieder den Durchfall begünstigt. Und egal welchen Schritt ich gehe, sobald ich einmal stehe, wird mir schwindelig. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich Kreislaufzusammenbruch kriege. Ja, besonders auch, so das kann ja auch gefährlich werden, wenn man irgendwie umfällt an oder so, bewusstlos wird. Ich höre schon gerade Fritz Stimme. Das muss man miteinander verknoten, das muss man festmachen. Ich habe keinen Bock, mir Schnüre zu besorgen. Verständlich. Eine Krabbe. Tot. Todkrab. Crazy. Na, die lebt auf jeden Fall nicht mehr. Dead. Ey, so tough. Hat Durchfall, geht's richtig schlecht. Macht hier weiter am Shelter. Sehr strong. Hä, wie krass. Also es ist ein bisschen weicher, definitiv. Es polstert ein bisschen ab. Ich überlege, ob ich sie noch irgendwie ein bisschen näher zusammengeschoben bekomme, dass die so ein bisschen ineinander, mehr ineinander zuhren. Crazy. Ich weiß, man könnte es auch flechten, aber ich lasse das jetzt so. Weil ich halt merke, rechts und links bin ich halt super gut gepolstert an den Armen. Nur halt in der Mitte, da ist es halt noch relativ hart. Das versuche ich jetzt nochmal, aber ansonsten ja, würde ich das jetzt erstmal dabei belassen. Strong. Otto! Was macht unser Urlauber? Wir geben nicht auf. Ich würde irgendwie sehr gerne die 10 Liter knacken. So eine psychologische Grenze. Otto. Einmal kurz über den Kopf. Reicht hier. Jetzt erst schnell sein, sind die ganzen Liter nämlich wieder fort. Nein! Oh, bitte. Ja. So schnell, kann man scheiße sein. So.
1. Digga. Otto, Giga-Chat. Okay, so. 350 Milliliter. Also wären es 8,35 Liter. Boah, das ist viel. Das werde ich erstmal aus. Das ist wirklich viel. Jungs, wenn hier irgendein kleiner Fehler passiert ist, weil irgendwas nicht richtig laut euren Anweisungen, dann Menge Kraft investiert hier. Jetzt probiere ich irgendwie mein Lager sicher zu machen, indem ich das so zumache, dass die Brecher nicht sofort reinklatschen und mich da nass erwischen, weil das fette Brett hat es gestern schon erwischt. Oder heute Nacht besser gesagt. Das wollen wir nicht. So, die Frage ist, hilft so eine kleine Minivan schon oder hilft sie nicht? Der Test ist vorbereitet. Alle Sachen hier in Sicherheit gebracht. Holzplanke beschwert. Kleine, leider nur kleine Mauer gebaut. Ja, aber guck mal. Yo. Vielleicht wirkt das schon was. Und so hoch war es, glaube ich, in der zweiten Nacht. Richtiger Deich. Vielleicht noch ein Tickchen näher. Da kam es, glaube ich, bis da vorne. Die erste Welle schoss schon einmal drüber über mein schönes Holzbrett hier, meine Planke, Bohle, wie auch immer. Und ja, mein kleiner Steinhaufen ist ein Lächeln für die, ein müdes Lächeln für die Welle. Aber sie distorted, bricht die Welle auf jeden Fall ein bisschen auf vielleicht, die Steine. Ist doch schon mal was. Herr chillt einfach! Hier fehlt dann nicht mehr. Müssen wir Evakuierung machen. Das ist halt die Frage, wer von euch hätte auch Bock auf so ein Zuhause? Mit den Füßen hoch, du musst, damit es nicht nass wird. Aber ich mag meine kleine Ausbuchtung hier. Die möchte ich verteidigen bis zum Schluss. Ist auch toll, dass das mit der, dass es trocken bleibt und so, ne? Ich muss jetzt, glaube ich, im nächsten Mal mein Bett festbinden, damit es nicht flöten geht. Aber ich, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es genau diesen Mittelding erreicht, wo es halt wirklich sehr viel Wasser ist, aber wo es halt nicht oben ankommt. Aber so schnell, wie das die letzten Nächte gestiegen ist, dürfte ich wahrscheinlich heute Nacht dann im Nassen liegen. Ja, jetzt auf jeden Fall. Das ist schon beeindruckend und, naja, beängstigend nicht, aber doch vielleicht ein bisschen. Beängstigend und beeindruckend zugleich, was Wasser für eine Kraft hat. Ja. Hier, das Schild! Otto, was ein Macher. was ein schönes Bild. Draw me like one of your Outdoor-Männers. Das sieht so aus, als müssten wir uns eine neue Bleibe suchen. Zumindest mal für die Flutzeit. Macher. Ja. So, du am Kopf was? Okay, dann runter. Okay. Ach, da steht das Ding. Ich hab das gar nicht gesehen. 4, da ist es. 1 Liter. Wie viel hatte Otto? Wir haben damit 6, bei der, ne, Challenge schon mal 4,1 Liter gesaved. Fassungsvermögen von dem Ding sind wahrscheinlich eher so 15 Liter. Aber ich wollte diese Technik mal ausprobieren. Ach, oh, krass, okay. Mir ist übrigens beim Arbeiten mit dem Bambus hier hinten eine Griffecke rausgebrochen. Ui. Darf eigentlich nicht passieren. Hier ist leider jetzt ein bisschen scharfkantig. Ist nervig. Aber ja. Wo gehackt wird, fallen Späne, ne? Voll Metall an. So, das war über dem Kopf. Nee, ach so eine Kackscheiße. Oh nein!
Oh, ist das scheiße. Okay. Och, Fritz. Ich muss mir erst eine Technik überlegen, wie ich das ordentlich mache. Oh Mann, ey. Das kostet so viel Energie, das ist alles so anstrengend. Oh nein! Oh nein! Nein, es ist jetzt aufgebrochen. Das war's komplett. Fuck! Das geht's nicht. Oh nein! Ich hatte die Überkonstruktion gebaut. Mit hoch, damit ich das da... Ach, scheiße. Oh, das ist so frustrierend. Okay, jetzt muss ich nochmal angreifen und das Anrohr holen, das ist gerade zerplatzt. Hat hier mit so einem Seilzug alles vorbereitet, hier eine extra Halterung gebaut, alles mit Steinen beschwert, damit man das hier richtig geil einhacken kann. Klack, hier einen Winkel, hier wäre das Ding drin gewesen, bup, 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 zum Ausleeren. Ich wollte zu viel. Mann, ey. Okay, Gefäß Nummer 3. Oh, Fritz, was ein Mindset-Monster auch. So, auf jeden Fall. Easy über den Kopf. Was auch in der Hand zu halten und diese Körperkraft und so. Eins. Vier, fünf, sechs. Das ist irgendwie, ich finde, diese Zeitrafferaufnahmen sind immer wie bei den Sims, wenn die irgendwas machen müssen und man das so auf schnell macht. So auf. Ist das, was ich meine? Kurze Frage. Kann man auf dem PC Sims 2 spielen? Gestrandet? Das wäre mein absolutes Top-Game, was ich so Bock hätte, nochmal zu zocken. 12. Aus. Oh Gott, so Kräfte. Und somit sind wir bei 6 Liter. Vorhin 4,1, jetzt 6. Ich bin gespannt, ob sich dieser ganze Mehraufwand die letzten Stunden völlige Zerberstung gelohnt haben. Ey. Oder ob ich einfach immer noch auf dem gleichen Platz wäre. Aber ist egal, ich habe alles gegeben. Ich habe 1, 2, ich habe 4 Varianten, hier ist auch noch eine 2er. 4 Varianten ausprobiert in verschiedenen Techniken. Was ein Macher. Life begins at the end of your comfort zone. So, jetzt muss ich mich hinlegen und erstmal mindestens einen halben Liter trinken. Hat es sich jetzt gelohnt? Hat er mehr als Otto? Quasi! Tag 4, ja? Kippe! Noch 3 Umschläge. Noch 4 Nächte. Noch 3 Kippen. Auch ein Schalter der Gesundheit, don't do stupid shit. Vielleicht ziehe ich die auch einfach durch jetzt. Ich glaube, ich ziehe die runter, ist egal. Dann bin ich einem im Rückstand. Ich denke mal so, weißt du, einen Tag vor Abholung, den Tag schaffe ich. Weißt du, was ich meine? Komm, die gönne ich mir. Ich habe am ersten auch ausgelassen. Nee, am zweiten Tag habe ich eine ausgelassen. Komm. So halten die Kippen länger. Wenn ich sie hier reinhalte, kriegt sie keinen Wind ab. Ist bestimmt ein Zügchen mehr. Auch dieser Mann kriegt einfach jeden Tag Feuer an. Jeden Tag. Wirklich. Raucher machen das Unmögliche möglich. Die Sucht. Oh, mir ist richtig schwindelig. 3 Zigaretten habe ich noch. Ich komme dabei echt, muss ich echt sagen, vor. Wirklich unangenehm. Eigentlich ist mir nie was unangenehm, aber ich habe die in meinem Hemd geraucht. Das kann es ja echt nicht sein. Mir ist richtig schwindelig, ich habe richtigen Schock. Oh nein. Jede von den Kippen habe ich bis zum Filter runtergezogen. Ich bin kein Survivor-Outdoor-Mensch. Ich bin einer, der einfach jetzt überlebt.
mit den Kenntnissen und mit dem, was ich habe. So ein Macher. Da hinten laufen die Krebse, guck mal, die Süßen. Hey, die sind Crab. So süß. Hey, Crab! Oh, solche hatte ich nicht. Ich hatte nur so die. Hey, Crab! Wow, die sind richtig schnell. Hey, Crab! Ja, hinterher rennen. Crabby! Ich gehe jetzt ins Wasser. Ich gehe jetzt mal mit der Taucherbrille rein. Ey, weil jetzt geil. Ist Ebbe. Vielleicht schaffe ich es jetzt echt mal ein bisschen reinzulaufen. Ich gehe mit Doppelcam. Wenn beide GoPros verrecken, bin ich am Arsch. Das habe ich gebraucht, wirklich. Oh, Sonne. Oh Mann, danke. Sonne war so geil. Wenn man Sonne gehabt hat, dann war das Leben in Ordnung. Ich habe echt Angst. Ich will in nichts reintreten. Hm. Ich kann aber auch nicht mit Schuhe gehen. Oder einfach mal einen Blick ins Wasser. Ah! Ah! Bitte legt da kein Stachelroch auf den Boden und haut mir seinen Schwanz ins Bein. Bitte nicht. Langsam gehen. Oh, das Wasser ist, die Flut ist krass. Ja, die Flut habe ich auch komplett weggestellt, aber dann auf meinen Stein da, unangenehm. Okay, das wird nichts. Jo. Das zieht mich raus, Alter. Ja. Ich hab da Angst vor. Die Sau zieht mich raus. Die Sau. Genau das hatte ich auch, wurde so geschmissen von den Wellen und dann da auf den Stein drauf. Ich hätte mir wirklich alles brechen können. Dann dachte ich mir auch so, nee. Oh, heute. Oh, ich fühle mich gerade echt gut. Vielleicht letzte Kippe hier auf der Insel. Ich lebe den Scheiß jetzt. Ich lebe den Scheiß richtig. Labor. Ey, dieser Lendenschurz. Der Mann ist der Dschungel. Das ist auch der Moment. Ich habe zu Sascha gesagt, nach 3 Nächten kommen noch mal 4. Oh je, Sascha! Da kommen noch mal 4. Noch mal 4. Oh, das wird krass, ja, wird hart. Wird hart. So, jetzt würde ich gerne Mittagsschlaf machen, aber jetzt ist auch das erste Mal, dass ich Hunger kriege. Mhm. Coconut. Oh, auf ein schönes Bifteki. Oh. Mit Schafskäse gefüllt. Oh. Dünne Pommes dazu. Gesalzen mit normalem Salz. Tzatziki. Tomate und ein Gürkchen noch dabei, ein Beilagensalat und eine 0,5 Liter Spezi mit einem Schuss Zitrone von meinem Lieblingsgriechen. Ich hätte da nicht drüber nachdenken dürfen jetzt. Nein! Ich bin ein Arschloch, echt. Bifteki machen die in Griechenland, by the way, nicht mit Schafskäse gefüllt, was ich komplett schwachsinnig finde. Die deutsch-griechischen Restaurants. Ja, Mann. Ich komm bald. Ich bin so dumm, echt. Jetzt denke ich die ganze Zeit nur daran. Oh, der Arme. Ich wollte meine Schuhe da vorne auf die Stöcke stecken. Mhm. Eine orangene Biene wollte mich jagen. Oh, die Sau. Die Drecksau. Wo bist du? Zeig dich nochmal. Da. Auf der Insel gibt es die afrikanisierten Honigbienen. Oh, vor denen wurden wir gewarnt. Auch Killerbienen genannt. Diese sind sehr aggressiv und verfolgen mögliche Bedrohungen über große Distanzen. Werden sie provoziert, greift direkt das ganze Bienenvolk an. Deshalb kommt es verhältnismäßig schnell zu tödlichen Begegnungen. Ist das diese afrikanische Biene? Der hat auch alles, ne? Der Todesapfel, Todeskillerbienen. Guten Abend. Alles will ich da umbringen. Oh. Was? Okay, wir stellen die Schuhe woanders hin. Nova! No friends! Hey ho! Mir geht's ein bisschen besser. Das ist doch schön. Aber nicht wirklich. Also mir ist immer noch richtig unglaublich schlecht.
Und ich glaube, ich bin am Ende meiner Kräfte angekommen. Also ich glaube wirklich, ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich einfach nicht mehr. Es tut mir so leid für all die Leute, die für mich gerootet haben. Und ich habe so viele süße Nachrichten von euch bekommen. Was seid ihr, Schatz? Im Sinne von, ja, dass ich eure Favoritin sei. Und ich wünschte so sehr, ich hätte mehr performt, hätte mehr gemacht, aber ich bin keine Survival-Maus und ich finde dafür, dass es halt nicht wirklich mein Bereich ist, habe ich mich mit 4 Tagen schon eigentlich ganz gut geschlagen. Und dann werde ich zu Hause sitzen und werde mir denken, oder beziehungsweise werde dann da sitzen und auf die anderen warten und werde mir denken, ey, hättest du nicht noch mehr Biss gehabt? Ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich nicht mehr. Ich habe wirklich alles gegeben. Es tut mir so leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ganz viele andere Leute aus der Staffel, die werden jetzt euch unterhalten und die werden für euch da sein. Ich glaube an alle anderen Teilnehmer. Es tut mir leid, dass ich das nicht sein kann. Und ich glaube, ich muss mich auch nicht schämen. Weil ich weiß, dass auch in der letzten Staffel gestandene Männer irgendwann nicht mehr konnten, beziehungsweise dass auch da es nicht alle die 7 Tage geschafft haben. So. So, meine Grenze ist hier. Das ist meine Grenze. Nach Tag 4 ziehe ich meine persönliche Grenze, beziehungsweise habe sie schon gestern gezogen. Und ich kann nicht mehr. Ich bin wirklich fertig. Und ich will nach Hause. Ich will zu meiner Familie und zu meinen Freunden. Und ich hoffe, mir ist niemand böse. Oh, mir ging es echt so scheiße. Das ist auch so verrückt für mich, das jetzt nochmal zu sehen. Nice, stampelt. Aber ich habe so viel positives Feedback bekommen. Und das Ding ist so, auf der Insel war, na klar ist einem bewusst, dass man für Seven vs. Wild das dreht. Aber das ist so weit entfernt, der Gedankengang, dass Leute darüber urteilen werden, sonst irgendwas. Und ich habe das ja auch primär auch für mich gemacht. Und in dem Moment, also es ist natürlich eine Sache, die im Hinterkopf ist, zu wissen, okay, hat man da auch gesehen an Tag 3, ich habe mich so über meine Grenze schon rausgeprügelt, die ich eigentlich schon erreicht hatte, wissentlich, dass halt viele Leute da eine Meinung zu haben werden, das wird polarisieren etc. Aber ich muss einfach sagen, ich habe so viele unglaublich liebe Kommentare bekommen, auch DMs, und das ist wirklich eine Schwemme an so viel Liebe von euch, und da danke ich euch so sehr für. Vielen, 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 vielen Dank. Ich meine, es ist ein öffentliches Projekt, es darf jeder eine Meinung dazu haben und es darf jeder natürlich darüber entscheiden, wie er das empfindet. Aber da möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Wirklich vielen, 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 vielen Dank, dass ihr alle das so lieb aufgefasst habt. Und ihr habt teilweise auch so lange Texte geschrieben und ich versuche jeden auch zu lesen. Ich kann nicht auf jeden antworten, aber es ist wirklich, ja, es war wirklich traumhaft. Weil es kann nicht sein, dass ich die nächsten Tage halt nur sitze und meine Seite absetze und die ganze Zeit nur am Heulen bin. Ich habe halt realisiert, dass ich die Kurve nicht mehr schaffe. Ich hätte es mir so gewünscht, aber ich konnte mich da nicht mehr rausreißen. Und es wäre halt auch wenig Content gewesen. Es war ja in den letzten Tagen auch schon wenig Content, weil ich mit meiner Emotionalität und mit meinem Gefühlsleben so kämpfen musste, weswegen ich halt auch abgewegt habe, okay, wenn ich jetzt rausgehe, dann kann man natürlich mehr von den anderen Teilnehmern irgendwie sehen und muss halt nicht jede Folge sehen, wie ich leide. Und es ging auch einfach nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Auch wenn die Grenze für andere Menschen woanders sind, meine Grenze war da. Ich meine, was ist das für Content so? Und das ist ja nur so auf, ich will mir unbedingt was beweisen so, und ich will unbedingt allen Leuten zeigen, dass man auch als Mädel die 7 Tage durchziehen kann so. Aber da denke ich mir, das kann Sabrina für mich übernehmen. Es ist so krass, die Entscheidung jetzt gerade getroffen zu haben, ist einerseits so erleichternd, aber ich habe halt noch nicht den Knopf gedrückt so. Es war echt so hart und ich hatte ja auch das Gefühl, repräsentativ halt für Frauen auch in diesem Format zu sein. Und das war für mich
nochmal so ein weiterer Punkt, dass mir halt auch so wichtig war, da so zu performen. Und ich habe auch mein Auftritt dort oder mein Dasein auch so als repräsentativ für Frauen gesehen. Und wenn man halt für manche Missgünstler sozusagen jetzt auch noch dann das so bestätigt, diese Vorurteile in Anführungszeichen, ist es natürlich noch mehr Belastung und noch mehr Sachen, die einem durch den Kopf gehen und die Entscheidung so erschweren. Ich kann es nicht. Und noch voll die süße Sache. Ich habe gerade in meiner Tasche hier eine Nachricht von meiner Mama gefunden. Die Nachricht. Das ist so süß. Hier steht halt, wo immer du mich brauchst, da werde ich sein. Bis zum Mond. Und zurück. Schau dich um. Wir sind bei dir. Du bist so besonders, Mama. Meine Mama. Und ich wusste nicht, dass die Nachricht oben in meiner Brusttasche drin war. Mir war das nicht bewusst. Das hat mich echt nochmal gekickt. Das war wirklich meine Mama, ey. Okay, ich drücke jetzt den Knopf. Danke für alles. Danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mich begleitet habt bei den 4 Tagen. Oder eher 3, ich dabei war. Ich hoffe, es war halbwegs unterhaltsam. Aber ich kenne dich. Was hast du? So krass, wie ich das zu mental sehen. Kannst du nicht mehr. Okay, könntest du dich Richtung Strand Alter. Bewegen? Wir sind so ungefähr in 20 Minuten, eine halbe Stunde da. Dieser Leichterung. Aber bitte im Schatten. Und nicht weinen, wir sind bald da. Okay, okay, alles klar, Nova. Bis gleich. Ich glaube, irgendwann kann ich auch auf mich stolz sein, aber ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, ich kann es nicht mehr. Ich habe so Angst auch. Und auch die Isolation, ich bin dafür einfach nicht gemacht. Ich bin dafür einfach nicht gemacht. Also so hier, keine Ahnung, draußen irgendwie Zeit verbringen oder so. Ey, gar kein Problem. Ich bin gerne draußen, zelten, sonst irgendwas, Feuer machen, weißt du so. Das hat mich auch nicht so wirklich belastet, ne. Das mache ich auch gerne so. Aber die Isolation, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Es geht nicht. Auch allein eben, dass ich am Telefon jemanden gehört habe. Das war so toll. Ich werde mir jetzt versuchen, also ziehen, meine Sachen zu packen. Hey, scheiße, dass es so enden musste, aber that's how it is. Ich habe so wirklich alles gegeben, was ich konnte. Auch wenn es nicht viel ist, aber ich habe alles gegeben. Und das weiß ich. Und ja, jetzt höre ich auf zu heulen. Beziehungsweise ich glaube, ich werde die ganze Zeit heulen. Aber Nova out. Danke fürs Zuschauen. Danke für die Einladung, Fritz. Ich habe sie gerne angenommen, auch wenn ich sie nicht so weit gebracht habe, wie ich es gerne wollen würde oder wie es andere vielleicht auch gerne gehabt hätten. Aber dennoch, danke. Boah, ist das krass geschnitten. Ich habe so Gänsehaut. Das war kein Wiftegi, das sie dabei hatten, nein. Danke für eure ganzen lieben Worte im Chat. Dankeschön. Danke Leute, ich lese alles. Ansonsten. Dieses Schlauchboot, ja. Boah, diese Steine, wo man sich immer gemault hat. Alles gut bei dir? Alles okay. Wie geht's dir?
Oh, ich war so verzweifelt. Okay, warte, leg mal hin. Ich glaube, ich habe da auch angefangen zu hyperventilieren, weil ich habe so Atemprobleme irgendwie bekommen. Setz dich mal noch ganz kurz hin. Jetzt sind wir da. Es passiert nichts mehr. Setz dich hin, setz dich hin. Alles gut, lass es raus. Alles raus. Ich war so verzweifelt. Ja, ich war halt ehrlich, ne? Das andere blieb einem auch nicht übrig. Also, ich hab jetzt gerade plus 10 Millionen Menschen in meine Seele schauen lassen. Das war heavy, ey. Also auch ich werde in meinem Leben nie wieder in solchen Zuständen sein. Ich werde auch nicht wieder so aussehen. Und ja, und Leute halt einfach so in meine Psyche und in meinen Kopf. Also ich habe mich ja komplett psychologisch nackt gemacht. Und das war schon krass. Das war schon krass. Erstmal Y-Food. Ich habe seit 4 Tagen nichts mehr gegessen. Ich habe so Hunger. Hä, wie geil. Hä? Also, ach so, ich check das erst jetzt. Ich war so richtig so, oh. Hä, das ist die Edition. Ich finde es auch so interessant, dass man direkt merkt, obwohl ich so am Ende war, was nur um Menschen herum zu sein, wie erleichtert ich auf einmal wirke und wie viel Energie ich auf einmal wieder habe. Das ist so interessant. No way. Alter. So. Wie extrovertiert man sein kann einfach. Dass die Psyche mich halt wirklich so gegeißelt hat. Am Seven versus Wild, Panama. Bah. Krasses, krasses, krasses Ding. So surreal irgendwie. So zu sehen, dass halt die ganze Seven vs. Wild Reise so jetzt vorbei ist. Ich bin auch sehr erleichtert. Das war so krass. Ich kann mich auf jeden Fall jetzt nicht mehr verplappern. Ich kann nicht mehr aus Versehen spoilern. Wir haben jetzt 3 Monate damit gelebt, sodass ich weiß, dass ich die erste bin, die es rausfetzt, so. Ja. Aber ich kann jetzt stolz auf mich sein. Das bin ich auf jeden Fall. Boah, das war so krass, ey. Das wieder zu erleben, auch das zu sehen. Ich habe halt nichts von den Aufnahmen mehr gesehen. So, wie verzweifelt ich war. Wie am Ende. So. Deswegen, ich habe wirklich alles gegeben. Aber ich konnte da nicht mehr. Da war es vorbei. War es eine schöne Reise. Ich bin so dankbar, dass ich dabei sein durfte. Dass ich Teil des Projektes sein durfte, das ich so sehr liebe. Ich hätte mir natürlich gerne noch mehr dabei gewesen, aber es ging halt leider nicht mehr. Ja, krass, Leute. Das war's. Danke fürs Zuschauen an alle. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Und ja, hier auf dem Kanal kommen jetzt auch wieder ein paar andere Sachen. Ich danke trotzdem euch allen, die Teil der Reise waren und vielleicht auch weiter dabei bleiben. Und auf meinem anderen Kanal, auf Innovativ, da kommen auch noch weiter Reactions zu den Behind the Scenes. Und ja, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ganz viel Liebe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.